Heute gibt es mal wieder nur trockenes Heu und Stroh zu fressen. Oh, ich hätte so gern eine saftige, dicke, gelbe Möhre oder ein Äpfelchen. Es könnte auch ganz runzlig sein. Wie lecker. Schon bei dem Gedanken läuft mir das Wasser im Maul zusammen. Im nächsten Leben möchte ich bei reichen Bauern im Stall stehen. Dann könnte ich den ganzen Tag Leckereien naschen. Aber halt, so viele Streicheleinheiten wie hier bekäme ich dort nicht. Sicherlich müsste ich auch viel mehr arbeiten. Nein, ich bleibe hier. Meine Menschen sind so lieb zu mir. Noch nie haben sie mich geschlagen. Wenn ich an andere Esel denke, richtig schlecht geht es manchen und sie müssen schuften und schleppen. Aber ein liebes Wort, nein. Dann lieber einen leeren Magen. Aber viele Streicheleinheiten. Wenn ich aus meinem Stallfenster schaue, sehe ich viele Menschen, die geschäftig durcheinander laufen. Was ist heute los? Da kommt ja Henok. Hallo, wohin des Weges so spät am Abend? Hallo, hörst du mich nicht, Henok? Kann jetzt nicht. Muss schnell weiter, sonst gibt's was mit der Peitsche. Meine Menschen müssen nach Jericho. Was? Wohin? Schon ist er weg. Und was sollte das? Halt, was höre ich da? Meine Herrin ist ganz aufgeregt. Was ist nur los? Sie ist doch immer so sanft. So habe ich sie noch nie gehört. Ich lausche mal an der Wand, was passiert ist. Und deshalb sollen wir alle nach Bethlehem, nur weil der Kaiser noch mehr Steuern von uns haben will, noch größere Geldabgaben? Da bleibt doch gar nichts mehr für uns übrig. Wovon sollen wir dann leben? Reg dich bitte nicht so auf. Das bringt doch nichts. Du hast den Ausrufer doch gehört. Der Kaiser hat befohlen, dass jeder in seine Geburtsstadt gehen soll. Zur großen Volkszählung, damit er noch mehr Steuern eintreiben kann. Dem geht es immer nur ums Geld. Um was sonst? Das Volk kann hungern. Hauptsache den Herrschaften geht es gut. Dabei ist unser Leben schon so schwer. Wie sollen wir das alles schaffen, wenn dann auch noch das Baby da ist? Das kostet schließlich auch. Ich muss einfach noch viel, viel mehr arbeiten. Du schuft uns doch schon Tag und Nacht, mehr geht wirklich nicht. Wir müssen gehorchen, sonst kommen wir womöglich noch ins Gefängnis. Wann müssen wir aufbrechen? Schon bevor das Kind da ist? Leider sofort, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben doch unseren braven Esel Aaron. Er wird dich sicher nach Bethlehem tragen. Dann nehmen wir von unserem letzten Geld ein schönes Zimmer, bevor es wieder nach Hause geht. Da, wusste ich es doch. Ich muss wieder ran. Mir tut jetzt schon der Rücken weh. Und meine Füße erst. Ach, ich bin doch wirklich ein bedauernswerter Esel. Das arme Tier, der lange Weg. Na, sag ich's doch. Mein Frauchen hat Mitleid mit mir. Aber zu Fuß werde ich es nicht schaffen. Ich werde reiten. Hilfe, nein, nicht doch. Also lass uns das Nötigste zusammenpacken. Ja, ich räume schnell alles zusammen und dann los. Wir haben eine lange Wegstrecke vor uns. Ich werde Aaron noch schnell füttern und tränken, damit er durchhält. Ja, ich habe Hunger. Hunger auf Äpfel.